Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt in der Kölner Medienrechtskanzlei Wildebeuger und Solmecke. Heute geht es im zweiten Teil um die Nutzerfragen der YouTube-Videozuschauer. Das sind also die Fragen, die in die Kanalkommentare gepostet worden sind. Wir haben also aus den aktuellen Fragen drei Videos gemacht. Heute geht es darum, wie darf ich eigene Coverversionen von Musik erstellen? Darf ich Remixes von einer gekauften CD uploaden? Darf ich eine Filmkritik im Internet erstellen, wo ich Schnipselchen aus den Filmen dann uploade? Darf ich textbasierte Rollenspiele mit geschütztem Material, also Screenshots aus TV-Serien versehen? Und darf ich eigene Fotos auf Fotoportalen hochladen, beziehungsweise was muss ich dabei beachten? Fangen wir mit der ersten Frage an. Xravanya fragt, inwiefern man eigene Remixes von Musiktiteln erstellen darf. Die gleiche Frage hatte auch Stefan Trifunovic. Also Coverversionen erstellen und wieder hochladen. Kann man klar sagen, das geht nicht so einfach. Man braucht also dafür Rechte von denjenigen, die ein Werk komponiert haben. Diese Rechte kann man von der GEMA sich einholen und einkaufen. Hier geht es also nicht um die Rechte der Musiker, denn wenn man eine Coverversion erstellt, ist man ja selber der Musiker, sondern es geht hier nur um die Rechte derjenigen, die die Noten geschrieben und gegebenenfalls auch die Texte verfasst haben. Diese Rechte hat die GEMA inne und da kann man mal vorsichtig anklopfen, ist aber nicht so ganz einfach. Insbesondere immer dann, wenn man das einfach nur auf eine Homepage stellen will, könnte es schwierig werden. Wenn man einen Webradiodienst erstellt, dann ist es etwas einfacher, da sind die Prozesse standardisiert. Ansonsten ist es sehr schwierig, da mit der GEMA in Verhandlung zu treten. Der Nutzer Antishape fragt, inwiefern darf man Filmkritiken erstellen und dann kurze Schnipselchen aus den Filmen auch in diesen Kritiken zeigen? Das ist eine sehr interessante Frage. Es ist so, dass es im deutschen Urheberrecht einen Ausnahmetatbestand gibt. Immer dann, wenn man sich mit einer urheberrechtlich geschützten Sequenz, also so einen kleinen Filmschnipsel, auch inhaltlich auseinandersetzt, dann darf man diese Werke nutzen. Das heißt, wenn man einen Filmschnipsel zeigt, dann darf der nicht nur zur Illustration genutzt werden, weil man sagt, guckt euch mal ein paar schöne Ausschnitte aus dem Film an, sondern muss dann in seiner Kritik sehr genau und detailliert auf den einzelnen Filmschnipsel eingehen, damit man sich auf die entsprechenden Normen berufen kann. Das sollte man aber keinesfalls fahrlässig machen, sondern wenn man das im größeren Stil vorhat, unbedingt vorher durch Rechtsanwälte prüfen lassen. Denn wenn das ist eine schmale Gratwanderung, wenn da was schief geht und man da tausende Filme kommentiert hat und das nicht richtig gemacht hat, dann drohen Abmahnungen, die in die Tausende gehen, auf jeden Fall. Darwin Horn fragt, wie sieht es mit textbasierten Rollenspielen aus? Darf ich da Screenshots zum Beispiel aus bekannten TV-Serien im Hintergrund hochladen? Was wäre denn notwendig, um also ein solches Spiel ohne kommerziellen Hintergrund zu betreiben, kann ich klar sagen. Egal wie, wenn ich irgendwie Screenshots aus Fernsehserien habe oder sonstige Screenshots aus dem Internet, darf ich die nicht verwenden, wenn ich sie nicht selbst gemacht habe. Also egal, ob ich das jetzt kommerziell nutzen will oder kostenfrei, das ist alles leider nicht möglich, muss man so sagen. Letzte Frage für diesen Videoblog ist, wie sieht es aus, wenn ich eigene Fotos gemacht habe und die auf Fotoportalen hochladen will? Was darf dann damit gemacht werden? Das fragt Beschorner86, kann man auch glasklar sagen, kommt drauf an. Das sagen wir Juristen sowieso so gerne. Kommt drauf an, was das einzelne Portal da geregelt hat. Sinnvoll sind Creative Commons Bildportale, da ist eindeutig, was damit später gemacht werden darf mit den Bildern. Aber es gibt auch Portale, die sehr detaillierte Regelungen in ihren AGBs haben. Und da muss man sich dann leider mal hinsetzen und diese AGB, auch wenn die trocken und langweilig sind, studieren und durchlesen. Oder eben, wenn man es im professionellen Bereich machen will, einen Anwalt damit beauftragen. So viel zu den Fragen der Nutzer im Teil 2. Teil 3 kommt gleich und da gibt es also ganz gemischte Fragen. Hier war ja so ein bisschen, ging es ums Thema Urheberrecht. Sollten Sie detaillierte Fragen haben, die keinen dieser Bereiche betreffen, dann bitte in die Kanalkommentare posten bzw. Unter die Videos. Und wenn Sie ein konkretes Problem haben, weil Sie abgemahnt worden sind, können Sie mich auch gerne anrufen. Die Nummer wird am Ende dieses Videoblogs eingeblendet. Und auf der Internetseite wbs-law gibt es weitergehende Informationen zu diesen und anderen Themen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.